und herzlich willkommen zum großen Preis von Silverstone hier in Großbritannien. Gleich geht's. Und ganz vorne steht George Russell, neben ihm Max Verstappen im Red Bull. Und die Lichter müssten dann gleich angehen. Und sie gehen an. Diesmal lassen sie sie lange stehen. Ganz vorne George Russell, daneben Max Verstappen, hinten Lando Norris und Space Gamba. Und die Lichter sind aus. George Russell müsste jetzt eigentlich besser wegkommen mit diesem leichten Abstand, den er dann schon aufgebaut hat, vom Start aus hinaus. Und Max Verstappen bleibt hinter. Dahinter kommt Space Gamba an vorbei und da kommt nochmal der Alpine von, das müsste Fernando Alonso sein, an Lando Norris vorbei. Dahinter ist Scott Yeaman und Fernando Alonso versucht jetzt vorbeizugehen an Space Gamba. Kommt er da jetzt vorbei und holt sich direkt die Position, das Podiumplatz für Fernando Alonso. Space Gamba hält dagegen, die müssen jetzt beide da mitspielen, damit es hier gut ausgeht am Ende. Es geht gut aus und Space Gamba bleibt weiterhin auf diesem vierten Platz. Dahinter ist Lando Norris und Scott Yeaman und da versucht jetzt hier Ocon anzugreifen, den Weltmeister Sergio Perez. Kommt er da vorbei, dahinter ist der Ferrari von Charles Leclerc gegen, wer ist das? Sebastian Vettel müsste das sein, der ist weiter vorne gestartet. Also von jetzt hier gerade beim Start, das war nach vorne geschafft. Dahinter ist Ignition, der jetzt gerade mit dem Haas kämpft. Spannender Start. Vorne ändert sich viel, hinten nicht so viel. Und hier ist Ignition gegen Jacob Alexis, dem Neuankömmling. Und da sehen wir direkt das Überholmanöver von Max Verstappen auf der 1 und George Russell auf der 2. Wird das jetzt hier der Move? Und das wird der Move. Max Verstappen auf der 1, George Russell auf der 2. Und die Fans, die freuen sich nicht. Die freuen sich nicht hier in Silverstone. Sehen wir hier den Start. George Russell hat einen recht guten Start abgelegt, eine bessere Reaktionszeit. Aber dadurch, dass er die Position schon gleich nach der ersten Runde verloren hat zu Max, ist halt für den Briten sehr traurig. Ja, da muss halt die Pace auch da sein, nachdem der Start vorbereitet worden ist. Und die Farbe ist auch nicht da. Windschatten hat natürlich auch geholfen. Hier sehen wir auch noch Alonso. Sehr guter Angriff gegen Space. Aber Fernando Alonso versucht es und er macht es und er macht ein Move. Was ein Move. Und Space greift gleich mit direkt an. Oh Gott. Da gibt sich die Teamordnung von Mercedes und kommt da dran vorbei. Space, guck mal, kommt dran vorbei. Dritter Platz. Das hätte ganz schief gehen können für Mercedes. Das hätte wirklich schief gehen können. Und für George Russell ist es das auch. Und jetzt holt er sich die Position gleich zurück. Macht das? Nein. Jetzt hat George Russell die RS und er kommt vorbei. Kommt er vorbei? Nein. Space, guck mal, macht die Tür zu in der Kurve. Auch wenn er gar nicht zu diesen Unfällen kann, einfach nur. Egal, auf dem Papier. Und jetzt kommt dran Scott Yeaman. Und der kommt dran. Und er versucht es gegen seinen eigenen Teamkollegen. Er versucht es gegen seinen eigenen Teamkollegen. Gegen Lando Norris. Und er kommt vorbei. Und das gefällt den britischen Fans auch nicht. Was ist denn heute los zwischen den Teams? Auch. Und Lance Stroll auch. Yeaman hat sogar Gamba in der Box wahrscheinlich überholt. Ach, stimmt. Der ist jetzt vor Gamba. Da sehen wir einen Kampf von den Haas-Fahrern. Jacob Alexis und Schumacher und Finn Inator, der auch hinten dran hängt. Und links geht jetzt Mick Schumacher vorbei. Oder ist das? Nee, das müsste Jacob Alexis sein. Ja. Finn Inator klammert sich hinten an Mick ran und kämpft jetzt mit Alexis. Und er kämpft jetzt. Kämpfen sie durch eine sehr gefährliche Kurve durch. Jetzt auf dieser Geraden können sie sich vielleicht schon entscheiden. Nee, da sind sie immer noch Rad an Rad. Finn Inator und Jacob Alexis. Und Jacob Alexis holt sein Teamkollegen
Schumacher durch diese gefährliche Schikane durch und jetzt ist er auch erstmal vorne dran. Dahinter ist Mick Schumacher, jetzt verliert er wieder ein bisschen Traktion mit den Medien. Das ist nicht so gut wie mit den soften Reifen. Kommt off track, Twinmaker versucht vorbeizugehen. Schafft er das jetzt vorbeizugehen? Schafft er das? Nein, er schafft das nicht, aber für Jacob Alexis reicht und für Mick Schumacher vielleicht auch in diese Kurve rein. Jetzt kommt er direkt vorbei, Rad an Rad in die Kurve rein mit den Medium-Reifen. Kommt er da vorbei und er wird langsam, verliert Traktion und nein, er wird langsam. Nein, er wird langsam. Was ist das? Okay, looks like a mechanical failure. We're gonna have to ask you to find a safe spot to retire. Sorry about that. Das kann nicht wahr sein. Aber Yeaman, der Rookie, führt das Rennen an? Oh, der führt! Stimmt, der war ja schon Boxen, Scott Yeaman auf der 1! Nach seinem Boxenstopp. Perez in Linie. Lando außen. Perez braucht jetzt gute Traktion in seinen Reifen. Und die kriegt er, die kriegt er, die kriegt er, die kriegt er. Und das sieht mir weniger nach einem Problem aus für Max. Ja, oh, und da überholt Fernando Alonso Scott Yeaman und kommt jetzt hier Space Gummer auch direkt vorbei. Es sieht mir nicht danach aus. Und jetzt bleibt erstmal Scott vorne und treibt jetzt so ein bisschen den Keil zwischen Fernando Alonso und geht jetzt zur Seite. Ob das ein schlauer Move war, ich denke nicht. Denn George Russell kommt jetzt vorbei und Sergio Perez ist auch direkt hinten dran. Und hier sehen wir Nicola Latifi, der einen Motorausfall hat, der zweite in diesem Rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, für ihn war es zwar nicht so wichtig wie für Vinny Nater. Und da sehen wir den Abstand, den Riesenabstand, den Max Verstappen hat zu den anderen Fahrern da hinten. Und hier sehen wir den Angriff von Space Gummer auf Fernando Alonso. Schafft sie das da vorbeizukommen? Nee, schafft sie nicht. Bleibt jetzt erstmal hinten dran. Fernando Alonso ist vorne. Space Gummer muss hinten bleiben. Und da ist George Russell, der jetzt direkt versucht vorbeizukommen an Space Gummer. Und da muss er jetzt vorbei. Wenn er hier nicht vorbeikommt, dann... dann sieht es nicht gut aus für den Rennen, denn 3 Positionen hat er verloren. Space Gummer und Fernando Alonso. Und jetzt ist Gummer wieder hinten dran an Alonso und saugt sich ran und saugt sich ran und jetzt versucht sich durch diese Kurve durch. Da haben wir gerade vorhin schon viele Überholmanöver gesehen, oder? Nee, das ist sogar die erste Kurve. Aber sie versucht es doch nicht. Bremst vorher ab. Hätte ich auch geraten, wenn ich sie... wenn ich mit ihr geredet hätte, hätte ich ihr genau das gesagt. Versuch's nicht in diese Kurve rein, aber sie hat es jetzt geschafft und ist vorbei an Fernando Alonso. Und das bedeutet zweiter Platz für die junge Deutsche in ihrem Mercedes. Aber Alonso bleibt hinten dran, der ist da und der wird auch nicht so schnell verschwinden von ihrem Rückspiegel. Und da versucht er jetzt rechts vorbeizugehen an Space. Guck mal, schafft er das durch die Kurve durch? Da schafft er es. Und ach, der trifft durch die Kurve. Das muss einer der besten Überholmanöver sein, die wir hier jemals auf Ignite Entertainment gesehen haben. Und da applaudiert die Zuschauer nur für dieses Überholmanöver. Was war das? Das war ganz knapp von Fernando Alonso. Max Verstappen, jetzt ist es offiziell, fährt hier als Sieger nach Hause beim großen Preis von Silverstone. Gut gemacht, hat er sich verdient. Hat gut Abstand aufgebaut bis zum Ende des Rennens, gut performt, nichts Unnötiges gemacht. Und da hinten kommen schon die anderen, Alonso und Gummer, die sich gerade einen Kampf geboten haben, den wir selten so gesehen haben. Yes! Very lovely result out, guys. Well done, mate. That was a mega drive. We've made all the right calls. Well done, mate.